Am zweiten Tag auf der CES 2019 in Las Vegas standen die Pressekonferenzen der Hersteller im Fokus. Den Start machte hier traditionell LG und bei den Koreanern wurde auch gleich ein echtes Highlight geboten. Der LG Signature OLED TVR ist ein ultradünner, flexibler Bildschirm, der sich nach dem Gebrauch per Knopfdruck selbst wieder einrollt und in einer schmalen Box verschwindet. In voller Pracht misst der OLED TVR stattliche 75 Zoll. Möglich ist es aber auch, nur den oberen Teil des TVs aus der Box herausragen zu lassen und sich hier kleine Features wie etwa die Uhrzeit oder den Wetterbericht anzeigen zu lassen. Angaben zum Preis des OLED-R machte LG indes noch nicht, man darf aber annehmen, dass das neue Schmuckstück erstmal nicht ganz billig sein wird. Dasselbe wird wohl auch auf den ersten 8K OLED zutreffen, dessen Erscheinen LG bereits gestern angekündigt hatte, zu dem es auf der Pressekonferenz aber keine weiteren herausragenden Neuigkeiten gab. Echte 8K-Neuigkeiten gab es dagegen von Samsung. Die neuen 8K QLED-Fernseher sollen dank Bixby und neuer KI noch einmal deutlich smarter werden und mit Maßen von nun bis zu 98 Zoll sogar auch noch einmal deutlich an Größe zulegen. Samsungs 4K QLED-Modelle werden dagegen in den Größen 65, 75 und 82 Zoll verfügbar sein. Und auch bei TCL verriet man auf der Pressekonferenz in Las Vegas, dass man in den Bereich 8K vorstoßen will. Die 8K Roku TV-Serie soll bis zum Ende des Jahres 2019 auf den Markt kommen und dabei auch Quantum Dots liefern. Wie TCL, so will man auch bei Hisense auf das Betriebssystem Roku vertrauen. Die neue R-Serie des chinesischen Herstellers soll seine Stärken jedoch nicht nur im Bereich Smart TV, sondern durch ein Full Array Local Dimming Panel auch auf der Bildseite voll ausspielen. Bei Panasonic standen weniger die Fernseher, sondern eher die Themen Sound, Kamera und Smart Home im Mittelpunkt. Die Schwesterfirma Technix wird hier etwa wieder einige neue Kopfhörer und Turntables auf den Markt bringen. Und wenn ihr noch mehr News und Updates zur CES 2019 in Las Vegas möchtet, dann seid ihr bereits genau am richtigen Ort, hier bei der Video.